Das ungläubige Entsetzen bei den Fans der DEG Metro Stars war fast schon noch ein kleines bisschen größer als das bei ihrer Mannschaft. Denn Lance Nethery und die Spieler wirkten relativ gefasst nach dem trotzdem bitteren 3:4 in Berlin am vergangenen Sonntag nach Verlängerung. Wohlgemerkt, 74 Minuten lang durfte die DEG vom vielleicht vorentscheidenden Sieg bei den Eisbären träumen. Und jetzt steht sie dann doch wieder mit dem Rücken zur Plexiglasscheibe. Und damit hallo aus Düsseldorf, meine Damen und Herren. 1:2 zwischen Düsseldorf und den Eisbären Berlin im Playoff-Halbfinale. 2:1 führen dagegen die Haie nach 3 Spielen gegen die Frankfurter Löwen. Also theoretisch könnte gleich schon eine Entscheidung fallen. Das Meisterschaftsfinale in der DEL könnte theoretisch feststehen. Theoretisch. Denn praktisch kann mit dieser klitzekleinen, wunderschönen und extra angefertigten Hartgummischeibe eine ganze Menge passieren. Vor allen Dingen in diesem Playoff-Halbfinale. Also Düsseldorf gegen Berlin ist unser erstes Spiel. Wir werden Ihnen natürlich beide Halbfinals auch heute Abend zeigen. Marc Schlömer ist Ihr Kommentator. Den ersten Ausrutscher des Abends gab es heute schon vor dem Spiel. Beim Warmmachen Düsseldorfs Andy Hedlund kann eben mit dem Puck besser als mit dem Ball umgehen. Genauso wie der Torwart der DEG, Jamie Storr, der wohl wichtigste Spieler seiner Mannschaft, hatte seine Kollegen vorher vehement aufgefordert, Strafzeiten zu vermeiden. Denn während Düsseldorf schon 60 Strafminuten absitzen musste, kommt Berlin nur auf 38. Und die Eisbären sind in Überzahl eben überragend gut. Gewinnen und damit ausgleichen oder eben ausscheiden. Das Motto für die DEG heute Abend. Und die Gastgeber, ganz in Rot, kamen direkt in Schwung. Klaus Kattan, gerade mal 11 Sekunden gespielt. Die Aktion dann regelkonform unterbrochen, weil Berlins Torwart Rob Sepp den Puck an die Maske bekommt. Als Schwachpunkt des Gegners hatte Düsseldorf vor der Partie eben den gegnerischen Keeper ausgemacht. Rob Sepp bekam anfangs dann auch ordentlich zu tun. Jason Pinizotto gegen Sepp und der bleibt Sieger, die DEG aber mit jeder Menge Angriffslust. Der Coach der Gastgeber Lance Nethery hatte vorher zur intensiven Videoanalyse gebeten und außerdem einige Einzelgespräche geführt. Maßnahmen, die der DEG anscheinend weiterhalfen. Denn das war sehr stark, was Düsseldorf bis dahin aufs Eis brachte. Berlin kam erst einmal gar nicht in die Angriffszone. Düsseldorf mit Van Imp. Pinizotto und Brandon Reed, 1:0. Mit einiger Berechtigung geht der Gastgeber in Führung. 6 Spiele hatte Brandon Reed auf einen Treffer warten müssen. Hier profitierte er von der gedankenschnellen Vorarbeit Pinizottos und von dem Raum, der ihm gewährt wird. Reed zielt auf die Rückhand, keine Chance für Sepp. Durch seinen Siegtreffer in der Qualifikation gegen Hannover hatte er seiner Mannschaft überhaupt erst die Playoff-Teilnahme ermöglicht. Jetzt lässt Reed die Hoffnungen in Düsseldorf erneut wachsen. Wer das erste Tor in dieser Halbfinalserie bisher immer erzielte, gewann später immer auch das Spiel. Gutes Omen für die DEG, schlechte Leistung von Berlin bis zur 12. Minute. Die Eisbären mit ihrer dritten Reihe, mit André Rankel gegen Jamie Storr und dann Tyson Mullock. Ein großer Aufwand, keine Wirkung, aber durchaus einiger Frust. Rankel gegen Boone, der erste härtere Check des Abends. Während Rankel deswegen 2 Minuten runter musste, vermied die DEG bis dahin, wie gewünscht, jegliche Strafzeiten im ersten Drittel. Bis auf den eben gezeigten Angriff, bis auf eine Ausnahme, wurden die Eisbären weiter beherrscht. Die DEG präsent und variabel. Hedlund. Sepp und Reimer. Ein wenig geht es hoch mit den Emotionen zwischen Braun und Reimer, aber das war alles noch im normalen Bereich. Mit 1:0 ging es in die erste Drittelpause. Der ehemalige Düsseldorfer und aktuelle Berliner Coach Don Jackson, er hat seiner ersten Reihe, seinen besten Leuten in diesen Playoffs bisher sehr viel Eiszeit gegeben. Die DEG hofft deshalb, dass dem Gegner irgendwann die Kräfte ausgehen. Das zweite Drittel und das ist dann auch die erste Reihe der Berliner. Allen voran Dennis Pedersen.
In allen drei Halbfinalspielen hat Pedersen bisher getroffen gegen Düsseldorf. Doch dann war es soweit, die erste Strafzeit für die DEG. Klaus Kattan war es. Am rechten Bildrand zu erkennen, Kattans Attacke gegen Robinson. Zu Recht 2 Minuten für den Düsseldorfer. Vorgestern waren die Eisbären 2-mal in Überzahl erfolgreich. Mit einem Spieler mehr stellt Berlin immer sofort um auf Tempo-Eishockey. Felski. Smith. Und da ist der Fehler von ihm. Und die Chance für Düsseldorf, für Brandon Reed. Reed gegen Busch, Reed gegen Sepp, 2-0. Besser geht's nicht. Ein Tor in Unterzahl, ein sogenanntes Shorthanded Goal. Die Basis des Treffers ist die gute, konzentrierte Deckungsarbeit. Van Imp hat aufgepasst und lupft den Puck perfekt in den Lauf von Reed. Und der zeigt, wie schön und schnell Eishockey sein kann. Die Gegenspieler Busch und Sepp sind nur Dekorationselemente. Brandon Reed tanzt den Treffer heraus. In dieser Phase absolvierten die Gastgeber ein besseres Trainingsspiel. So unterlegen waren die Eisbären. Die DEG ohne Gegnerdruck. Vikingstad. Kattan. Vikingstad 3-0. 25 Minuten vorbei, das hatte hier alles gehobenen Unterhaltungswert. Die Eisbären im Mitteleis überhaupt nicht präsent, im Gegensatz zu Tore Vikingstad, der den von ihm vorbereiteten Schuss nachgeht, um die Verwertungskette dann abzuschließen. Und die Berliner kamen weiter nicht wirklich in die Gänge, spürten auch immer den Kontakt zum Gegner. Stark verteidigt, davon Reimer, Rob Collins ist das. Collins gegen Sepp. Nach 26 Minuten der nächste Beleg für die Düsseldorfer Dominanz. Rob Sepp ist im 1 gegen 1 allerdings auch nur schwer zu schlagen. Düsseldorf auch danach problemlos in der eigenen Deckungszone und umso unternehmungslustiger nach vorne. Wieder Brandon Reed. Panzer. Penisotto, doch der vierte Treffer zählt nicht. Die bis dahin sehr aufmerksamen Schiedsrichter Hasche und Schimm mit der richtigen Entscheidung. Denn Berlins Torhüter Rob Sepp hat die Scheibe gesichert und Penisotto setzt dann regelwidrig nach. Für Don Jackson war es weiter keine gelungene Veranstaltung. Brandon Smith musste am Knöchel behandelt werden und das Spiel damit sogar vorzeitig beenden, da er voll vom Puck am Fuß getroffen wurde. Und auch Stefan Ustorf musste verarztet werden. Er konnte später allerdings weiterspielen. Ohne Handicaps dagegen die DEG. Am Freitag hatte Düsseldorf noch einen 3-Tore-Vorsprung verspielt, aber heute die Gastgeber weit davon entfernt, nachlässig zu werden. Das ist Jeff Panzer im Duell mit Pedersen. Panzer, Reed, 4-0 und dieses Tor zählt. In der 37. Minute, die Gastgeber lassen keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Jeff Panzer hat die Zeit und den Blick oben für Brandon Reed. Nach wochenlanger Torlosigkeit trifft er heute zum dritten Mal. Und das ist gleichzeitig eine Bewerbung, denn noch ist nicht geklärt, ob die DEG seinen auslaufenden Vertrag mit ihm verlängern will. Nach 2 Dritteln die Mannschaft von Lance Nethery total verdient. So hoch in Führung und das Konzept, Strafzeiten zu vermeiden, ging weiter auf.
Bis dann zu Beginn des Schlussabschnitts Daniel Kreuzer wegen Behinderung 2 Minuten in die Kühlbox musste. Die Gastgeber schafften es aber auch in dieser Unterzahl, erst einmal entschlossen dagegen zu halten. Oben rechts ist die Restzeit der Strafe eingeblendet. Die DEG jetzt wieder komplett. Felski, Ostdorf, der Anschlusstreffer. 43 Minuten gespielt, das Schlussdrittel geht nicht gut los für Düsseldorf. Ostdorf mit dem Handgelenkschuss und dann ist Jamie Storr, der bis dahin nicht viel zu tun hatte, erstmals bezwungen. Und das 4:1 war das Signal für die Eisbären, die Frequenz zu erhöhen. Berlin, jetzt so scheibensicher wie zuletzt am Sonntag. Rankel, Storr und nochmal Rankel gegen Storr. Die Eisbären haben viel Offensivpotenzial und hier demonstrieren sie das nochmal. Doch den Unterschied machten weiter die Disziplinlosigkeiten. Felski ließ sich zu diesem Stockschlag gegen Reed hinreißen. Die Konsequenz: Spieldauer Disziplinarstrafe. Und damit wird Sven Felski im möglichen 5. und letzten Spiel den Berlinern fehlen. Auch das ist eine gute Nachricht an diesem Abend für Düsseldorf. Seit 3 Monaten geht es für die DEG immer um alles oder nichts. Erst um die Qualifikation für die Playoffs, heute um die Chance, das Halbfinale zu verlängern. Nach kurzer Ruhephase die Gastgeber mit Wright und Collins. Wright, Collins, Reimer, 5:1. Patrick Reimer, Peng Pet, wie sie ihn hier in Düsseldorf nennen, sorgt für klare Verhältnisse. Passgenau und von Reimer mit aller Kraft zu Ende gespielt. Und das war die letzte Aktion von Bedeutung. Die DEG siegt hochverdient mit 5:1 gegen die Eisbären Berlin. Mit 3 Toren führt Brandon Reed Düsseldorf ins 5. Spiel, das über den Finaleinzug entscheiden wird. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück bei unserer kleinen Hartgummischeibe. 5-mal ist sie heute hier in Düsseldorf im Berliner Netz gezappelt. 3-mal hat er das Tor geschossen. Brandon Reed, der Mann des Tages. Brandon, congratulations for sure. Erst einmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Was haben Sie heute gegessen oder gibt es einen speziellen Grund für Ihre Leistung heute Abend auf dem Eis? Meine Freundin hat mir heute ein gutes Essen gekocht. Ich denke, wir waren heute einfach bereit zu spielen. Wir spielen seit 3 Monaten alles oder nichts. Jeder hat heute eine super Leistung gebracht, die wir jetzt am Donnerstag in Berlin fortsetzen wollen. Und sie haben ein wunderbares 2:0 gemacht. Die Kumpels haben gesagt, dass das besser als Sex war. Was sagen Sie zu diesem Tor? Ich denke, das war ein sehr gutes Tor von mir. Ich habe den Verteidiger gecheckt und dann Pete aus dem Augenwinkel gesehen und wusste, dass auch er ihn machen würde. Dann war ich allein vor dem Goalie und habe die gleiche Bewegung wie beim 1:0 gemacht. Ich habe ihn hoch reingehauen. Das war's. Das klingt einfach. Es hätte auch 8:1 oder 9:1 werden können. Haben Sie zu viele Chancen verschenkt? Ich denke, wir waren einfach gut. Wir heben uns die Tore für Donnerstag auf. Möglicherweise. Was denken Sie? Haben Sie die Berliner mit diesem Spiel beeindruckt? Ich denke, wir sollten uns auf das Spiel am Donnerstag konzentrieren. Die Serie ist bis jetzt so ausgeglichen. Die Berliner sind stark zu Hause. Wir müssen alles Stück für Stück angehen und mit dem ersten Drittel starten. Okay, good luck for that. Thank you very much. Thank you, Brent. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, man darf sich halt nie zu sicher sein mit diesem.